Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen sowie zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften, Drucksachen 7700 und 6367, beide aus 20. Und wir hören als erstes mal die Berichterstattung vom Herrn Martin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen, mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und AfD gegen Freie Demokraten und Die Linke bei Stimmenthaltung der SPD. Danke für die Berichterstattung. Ich rufe mit auf einen Änderungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion und Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7799 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten, und als erstes hat sich für die Freien Demokraten Herr Pürsün zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute widmen wir uns erneut der Landarztquote. Selbstverständlich teilen wir als Freie Demokraten die Sorgen der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Leider sind bisher die Appelle von uns und der zahlreichen Fachverbände, ihren Gesetzentwurf dringend anzupassen, überwiegend unbeachtet an ihnen abgeprallt. Doch es besteht weiterhin großer Bedarf, dies zu tun. Ich will Ihre Pläne zusammenfassen. Sie planen, einen Teil der Studienplätze nicht mehr frei zu vergeben, sondern über einen langen Zeitraum junge Menschen zu verpflichten. Wir sprechen hier über einen Horizont von ca. 20 bis 25 Jahren, je nachdem, wie viel Zeit die Ausbildung in Anspruch nimmt. Das bedeutet, dass Sie junge Menschen zwingen, eine Entscheidung über ein Zeitfenster zu treffen, das in manchen Fällen länger ist als ihr bisheriges Leben. So viel erwartet nicht einmal die Bundeswehr. Die Kameraden erwarten nur 15 Jahre inklusive Ausbildungszeit für einen angehenden Sanitätsoffizier. Ihr Gesetzentwurf geht völlig an der Lebensrealität junger Menschen vorbei. Ein junger Medizinstudent wird erst im Laufe seines Studiums erkennen, welche Bereiche der Humanmedizin ihn besonders faszinieren und auch liegen. Die Medizinstudentin, die im Studium ein besonderes Interesse für die Forschung entwickelt, aber nach ihrem Modell für den hausärztlichen Bereich eingeplant ist, wird per Androhung von einer Strafzahlung in Höhe einer 250.000 gezwungen, ihre Passion beiseite zu legen und stattdessen ihren Plänen zu folgen. Ja, das ist ein Zwang, das scheint der Grünen-Fraktion Spaß zu machen. Die lachen sich da hinten kaputt. Das ist übrigens auch weiterhin ein Freifahrtschein für Medizinstudentinnen und Studenten aus wohlhabenden Familien. Denn wer die Strafe zahlen kann, für den ist Ihre Regelung eine niedrigere Eintrittsbarriere zum Medizinstudium. Auch mit einem anderen Abschluss und wird einkalkuliert. Man könnte sagen, grün wählen muss man sich leisten können. Aber was mich am meisten betrübt, ist, dass durch Ihren Gesetzentwurf nicht ein einziger Mediziner mehr die Universitäten verlassen wird. Im Gegenteil, die einzige Möglichkeit, neben der Strafzahlung aus Ihrem Koppelvertrag zu entkommen, ist die Exmatrikulation. Was soll das für einen Anreiz setzen, frage ich mich. Dazu kommt, dass nicht nur in den Gesundheitsämtern und bei den Landärzten ein Mangel an ausgebildeten Medizinern herrscht. Der Mangel an Ärzten und Forschern der Humanmedizin wird durch Ihren Entwurf nicht behoben, sondern noch weiter verschärft. Denn die quotierten Mediziner fehlen natürlich dann an anderer Stelle. Ich frage mich, wie nach all den Erfahrungen und dem Wissen, wie Sie da auf die Idee kommen können, nur durch Regulierungsmaßnahmen junge Menschen zwingen zu wollen. Es ist doch gerade die Bürokratie, die völlig überzogene Reglementierung, die den Beruf des Landarztes unattraktiv für viele macht. Überlegen Sie doch bitte, wie Sie den Beruf für motivierte junge Mediziner wieder ansprechender gestalten wollen. Die
Die Landarztquote darf ihren Blick für zielführende Lösungen nicht verdecken. Hören Sie auf, Symptome zu bekämpfen, sondern packen Sie die Probleme bei der Wurzel. Machen Sie das Wohnen auf dem Land lebenswerter für junge Menschen, bauen Sie Infrastruktur auf und Regulierungen ab. Wie kann es denn im heutigen Bürokratiewahnsinn jungen Ärztinnen und Ärzten verübeln, nicht eine eigene Praxis führen zu wollen? Fangen Sie an, alternative Konzepte im ländlichen Raum zu entwickeln. Die Krankenkassen machen es in der Pandemie vor und bieten ihren Kunden Arzttermine per Videochat an. Das ist unkompliziert, nicht an einen Ort gebunden und kann auch andere Probleme wie etwa Sprachbarrieren lösen. Die Frage sollte nicht nur sein, wie wir wieder mehr Ärzte aufs Land bekommen, sondern wie wir auch die Zukunft des ländlichen Allgemeinmediziners angehen. Und ich verspreche Ihnen, dass wir in absehbarer Zeit viele der heutigen Probleme mit einer klugen Digitalisierungsstrategie dort, wo es möglich ist, angehen und lösen können. Doch leider ist der Kern Ihrer Strategie eine Quotenlösung. Das ist bemerkenswert, weil die Union bislang quotenskeptisch die Idee der Quotierung nun für sich übernimmt. Vielleicht darf ich die Kollegen der Union erinnern, dass der ursprüngliche Gesetzentwurf aus den Reihen der SPD-Fraktion kam. Und schon damals haben Studierendenverbände, Professorinnen und Professoren oder auch die Landesärztekammer, um hier nur ein paar der damals Angehörten zu nennen, eine deutliche Kritik an der Quote geäußert. Da Sie aber von Ihrem Entwurf nicht abrücken, sollten Sie wenigstens ein paar Feinheiten Ihres Vorhabens überdenken, um nicht völlig den Ergebnissen planwirtschaftlichen Handels ausgeliefert zu sein. Schaffen Sie zusätzliche Studienplätze, bis Sie Ihre Quote von 7,8% erreichen können, ohne freie Studienplätze abbauen zu müssen. Das verhindert, dass wir in anderen Bereichen Medizinstudenten verlieren und Sie demnächst die nächste Quote vorschlagen. Passen Sie den Zeithorizont an. Es ist nicht fair, junge Menschen über einen Zeitraum zu binden, der weit über vergleichbare Verträge der Privatwirtschaft oder auch der Bundeswehr hinausgeht. Rechnen Sie die Weiterbildung auf den Verpflichtungszeitraum an. Denn auch in der ambulanten Weiterbildung in einer hausärztlichen Praxis tragen die jungen Ärztinnen und Ärzte zur Sicherstellung der Versorgung bei. Ruhen Sie sich nicht auf der Quote aus, sondern machen Sie das Arbeiten als Landärztin attraktiver. Überlegen Sie sich, wie eine gute Infrastruktur, flexible Arbeitszeitmodelle und Digitalisierung Basis eines Arbeitsalltages einer modernen Medizinerin werden können. Es freut mich, dass Sie, wenn auch auf den letzten Drücker, noch die Internistinnen und Internisten in Ihren Gesetzentwurf per Änderungsantrag aufnehmen. Denn wenn schon drei Fachgruppen die Versorgung sicherstellen, dann gehören auch alle in eine Regelung rein. Der drohende Versorgungsmangel kann nicht alleine gestemmt werden. Und fünftens, Ihre Quotenmaßnahmen ziehen, wenn überhaupt, allerfrühestens in 10, eher 12 bis 15 Jahren Erfolge nach sich. Bis dahin haben wir dann aber schon einige Jahre eine Lücke, die der nachfolgenden Generation an Ärztinnen und Ärzten den Einstieg noch schwieriger gestalten wird. Wir wissen, dass die Quote das Problem der Unterversorgung im ländlichen Raum nicht lösen kann. Und Sie wissen auch, dass die Quote das Problem nicht lösen wird. Lassen Sie uns daher gemeinsam an einer echten Lösung arbeiten. Wir sind dazu bereit. Danke, Herr Bürsin. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dr. Bartels zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Pürsün, lieber Janki, das, was du vorgetragen hast, ist in vieler Hinsicht richtig. Aber es ist kein Argument gegen die Landarztquote. Und da du auf den Ursprung des Gesetzentwurfs hingewiesen hast, ja, es ist richtig, der Gesetzentwurf der Sozialdemokraten war eine wertvolle Anregung, war auch gut gewesen, aber dessen Ursprung war wiederum das Gesetz aus Nordrhein-Westfalen. Und da sind, glaube ich, die Freidemokraten mit dran beteiligt. Also, wenn da alles zusammengeführt wird, ist das ja gar nicht schlecht. Meine Damen und Herren, im Wintersemester 2020 werden 65 Studierende über die Landarztquote in Hessen ihr Medizinstudium beginnen.
Sie werden durch die Hochschulen ausgewählt, unabhängig von ihrem Notendurchschnitt. Erfahrung in einem medizinischen Beruf wie Krankenpflege oder Notfallsanitäter und ehrenamtliches Engagement werden berücksichtigt. Sie verpflichten sich nach dem Studium und Weiterbildung als Hausärzt oder Kinder- und Jugendmediziner mindestens 10 Jahre in einem unterversorgten Planungsbereich ambulant kranke Menschen zu behandeln. Zusätzlich werden 13 Studierende so einen Studienplatz erhalten, die im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sein werden. Mit der Einführung der Landarztquote wird ein wichtiger gesundheitspolitischer Punkt des Koalitionsvertrages umgesetzt. Die ambulante medizinische Versorgung, besonders im ländlichen Raum, wird entscheidend verbessert. Die Einbringung des Gesetzes haben wir über dieses Ziel bereits ausführlich diskutiert. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der steigenden Zahl von Zulassungsbezirken, in denen eine drohende Unterversorgung oder ein Versorgungsgrad von weniger als 100% durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen festgestellt wurde. Dies trifft auf 24 der 72 Zulassungsbezirke für Hausärzte zu. Am 01.01.2020 waren 268 Arztsitze nicht besetzt. Hierbei wird die Mangelversorgung in Stadtteilen der Großstädte noch gar nicht mitgerechnet, da sie als Einplanungsbereich gelten. Die Altersstruktur der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte lässt erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Es besteht daher in diesem Hause eine ganz breite Mehrheit der Regierungsfraktionen und der größten Oppositionsfraktionen, eine Landarztquote einzuführen. Dieses geschieht auch in den meisten anderen Bundesländern. Ich möchte mich daher jetzt auf die Besonderheit des hessischen Weges, den Änderungsantrag und weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung auf dem Land konzentrieren. Eine Besonderheit des hessischen Gesetzes besteht in der Einbeziehung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Seine Bedeutung wurde in der Bewältigung der Pandemie offensichtlich. Entscheidend sind die Schwerpunktcurricula. Die Studierenden werden vom ersten bis zum letzten Semester an die Tätigkeit in der Landarztpraxis herangeführt. Sie lernen den Alltag in der Praxis kennen. Die Ausbildung erfolgt in kleinen Gruppen. Seminare mit praxisrelevanten Themen werden angeboten. Es erfolgt eine enge Kommunikation zwischen den Professoren, den niedergelassenen Ärzten und den Studierenden. Die Qualität des Studiums wird so deutlich erhöht. Das Engagement Herr Bartelt, der Allgemeinen. Warten Sie mal bitte einen kurzen Moment. Herr Schenk, zum Male. Bitte halten Sie sich hier an unsere Regeln. Auch oben auf der Tribüne tragen Sie bitte eine Maske oder das Gesichtsschild. Auch wenn Sie im Haus herumgehen, müssen Sie eine Maske tragen, Herr Schenk. Fürs Protokoll, er hat jetzt den Raum verlassen. Irgendjemand oben muss jetzt mal kümmern, das geht so nicht weiter. Und ich entschuldige mich, Herr Bartelt, dass ich Ihre Rede unterbrochen habe, aber das war uns allen, glaube ich, wichtig, inklusive Ihnen. Ganz in meinem Sinne, Herr Präsident. Das Land stellt für diese zusätzlichen Aufgaben den Universitäten jährlich 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Schwerpunktcurricula sind für die Studierenden der Landarztquote obligatorisch. Sie werden aber auch den anderen Studierenden als freiwillige Zusatzausbildung angeboten. Damit werden auch Studierende für eine Tätigkeit in einer Landarztpraxis motiviert, die jetzt schon in höheren Semestern studieren. Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, um die hausärztlich tätigen Internisten neben den Allgemeinmedizinern und Kinderärzten mit einzubeziehen. Es sind wohlgemerkt die Fachärzte für innere Medizin, die als Hausärzte tätig sind, nicht die Kardiologen, Gastroenterologen und andere Spezialisierungen. Etwa ein Drittel der Hausärztinnen und Hausärzte sind Internisten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der primärärztlichen Versorgung.
Diese Einbeziehung erhöht die Akzeptanz der Landarztquote in der Ärzteschaft. Die Anhörungen zeigten, dass wir hier noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Es erhöht zudem auch die Zustimmung bei den Studierenden. Die Facharztrichtung Innere Medizin gehört nach wie vor zu den beliebtesten Weiterbildungen nach dem Studium. Es garantiert auch die freie Arztauswahl der Patientinnen und Patienten. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Vertreter der Allgemeinmedizin auch gute Argumente gegen diese Erweiterung vorgetragen haben. Im Abwägungsprozess überwogen für uns aber die Gesichtspunkte, die hausärztlich tätigen Internisten in die Landarztquote mit aufzunehmen. In diesem Gesetz wird auch die besondere Förderung der Krankenhäuser, die in Verbünden arbeiten, geregelt. Die pauschalen Investitionszuschüsse durch das Land werden für alle Krankenhäuser erhöht. Die Kliniken in Verbünden erhalten aber eine deutlich stärkere Erhöhung. Wir haben den Zeitpunkt der Gründung des Verbundes den in der Anhörung vorgetragenen Anliegen angepasst. Wir wollen Kliniken, die sehr frühzeitig entsprechend unseren gesundheitspolitischen Zielen Verbünde gegründet haben, nicht von der Zusatzförderung ausschließen. Das ist deshalb auch Bestandteil unseres Änderungsantrags. Beim Werben für die Landarztquote kam aus der kommunalen Familie der Hinweis, dass sie nicht überall wirke, wo Mangelversorgung ist. Das ist in den Gemeinden nachvollziehbar so, die in einem Zulassungsbezirk sind, der insgesamt normal oder gar überversorgt ist, die Arztsitze aber sehr ungleichmäßig verteilt sind. So kann etwa die Kreisstadt zumindest ausreichend versorgt sein, Nachbargemeinden aber nicht. Hier könnte sich dann kein Absolvent aus der Landarztquote niederlassen. Dieses Problem muss gelöst werden. Wir müssen den betroffenen Kommunen eine befriedigende Antwort geben. Die Zulassungsbezirke müssen auf der Ebene der Bundes-KV verkleinert werden. Die Zahl der Planungsbereiche muss erhöht werden. Dieses geschah bereits vor etwa 10 Jahren, als die Zahl in Hessen von 27 auf 72 erhöht wurde. Das kann natürlich im Rahmen dieses Landesgesetzesverfahrens nicht geregelt werden. Wir müssen uns gemeinsam als Land, kommunale Spitzenverbände, Kassenärztliche Vereinigung und gesetzliche Krankenkassen dafür einsetzen, dass dies in absehbarer Zeit erfolgen wird. Falls dies nicht erreicht werden könnte, wäre in Einzelfällen Regelungen auf Landesebenen dann zu erörtern. Dieses könnte in Analogie zum Terminservice-Versorgungsgesetz geschehen, welches den Ländern erlaubt, Zulassungssperren in ausreichend versorgten Planungsbereichen im Einzelfall aufzuheben. Entsprechend könnte man Niederlassungen im Rahmen der Landarztquote erlauben. Das wäre aber gegenüber einer bedarfsgerechten Neuordnung auf Bundesebene sicherlich nur die zweitbeste Lösung und wäre dann als Hilfskonstrukt zu diskutieren. Meine Damen und Herren, wir wissen, die Landarztquote ist nur ein Baustein der Verbesserung der sozialen Infrastruktur im ländlichen Raum. Es durchbricht aber einen Teufelskreis. Und wenn viele andere Dinge auch notwendig sind, ist es, wie gesagt, kein Argument, dies jetzt nicht zu tun. Es ist ein Anstoß zur Verbesserung, zur deutlichen Verbesserung der sozialen Infrastruktur in Hessen. Sie ist ein wirksamer und innovativer Weg, die ambulante medizinische Versorgung in hoher Qualität nachhaltig zu gewährleisten. Die Qualität der Versorgung darf nicht vom Wohnort abhängen. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Dr. Bartelt. Für die Fraktion Die Linke hat sich Frau Böhm zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich denke, klar ist, wir haben einen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch an Fachpraxen, gerade in den ländlichen Regionen in Hessen, und damit auch einen Mangel an der wohnortnahen Versorgung unserer Bevölkerung. Hier dürften wir uns in der Diagnose weitgehend einig sein. Was wir nicht einig sind, ist in der Frage, wie man das therapieren kann. Da liegen wir doch relativ weit auseinander. Und um es gleich von Anfang an zu sagen, eine Landarztquote, auch wenn sie um den öffentlichen Dienst jetzt noch mal ein bisschen aufgepeppt und auch um die Internistinnen aufgepeppt wurde, überzeugt uns weiterhin nicht. Der Mangel an Ärztinnen und Ärzten besteht jetzt. Und er wird ohne entscheidende Maßnahmen jedes Jahr schlimmer werden. Und für genau dieses Problem liefert Ihr Gesetzentwurf keine Lösung. Die ersten über die Landarztquote gebundenen Ärztinnen und Ärzte verlassen die medizinischen Fakultäten so um das Jahr 2035. Bis dahin wären weitere hunderte Praxen in Hessen geschlossen sein. Das hat Ihnen ja die Kassenärztliche Vereinigung in vielen hunderten Tabellen und Berechnungen vorgelegt. Wenn wir jetzt nicht sofort wirksame Maßnahmen unternehmen, werden die wenigen Absolventinnen dieser Landarztquote schon ganz allein auf weiter Flur stehen. Wir brauchen jetzt, im Hier und Jetzt, wirksame Maßnahmen. Und das fordern wir von Ihnen, von Schwarz-Grün. Sie haben die wesentlichen Punkte in den letzten Jahren völlig ignoriert. Es ist fast genau 5 Jahre her, als im März 2017 der Masterplan Medizinstudium 2020 vorgestellt wurde. Dieser hat den Ländern den Auftrag gegeben, die Allgemeinmedizin im Rahmen der medizinischen Ausbildung stärker in den Fokus zu rücken. Das ist eine vollkommen richtige Forderung. Und ja, das haben Sie jetzt auch im Rahmen dieses Gesetzes verankert. Aber warum jetzt erst? Noch im vergangenen Jahr, als wir den Vorgängergesetzentwurf von der SPD angehört haben, haben sich die Universitätskliniken bitter darüber beschwert, dass es extrem schwierig ist, vom Land die notwendige Unterstützung und finanzielle Absicherung für die entsprechenden Schwerpunktcurricula zu erhalten. Und in der Konsequenz jetzt stimmen die medizinischen Hochschulen notgedrungen dieser Landarztquote zu, die sie eigentlich nicht für sehr sinnvoll halten, damit diese Schwerpunktcurricula tatsächlich eingerichtet werden können. Das heißt doch nichts anderes, dass die Landesregierung 5 Jahre gebraucht hat, um zu verstehen, dass die Allgemeinmedizin dringend eine Stärkung im Studium und in der Ausbildung braucht. Und die Universitäten Frankfurt, Gießen und Marburg haben sich in der Ausarbeitung der Curricula aus eigenem Antrieb engagiert und Konzepte vorgelegt. Und ich danke Ihnen ganz ausdrücklich für diese Beharrlichkeit und hoffe darauf, dass es wirklich eine gute und einvernehmliche Verordnung zu diesem Gesetz gibt, sodass diese Arbeit auch sinnvoll weitergeführt werden kann. Aber es ist wirklich ein Trauerspiel, dass das jetzt erst im Huckepack der Landarztquote erfolgt. Es ist auch im Prinzip der wirklich einzige wichtige Punkt des Gesetzentwurfs, dem ich mit Freude zustimmen würde. Aber es ist wirklich halt nur ein Teil der Therapie, die für mehr Ärztinnen und Ärzte gerade in den ländlichen Regionen sorgen soll. Da muss deutlich mehr passieren. Wir erwarten Maßnahmen von der Landesregierung, die den ländlichen Raum deutlich stärken und die gesundheitliche Versorgung aller Menschen in Hessen garantieren. Dafür sind gewisse strukturelle Veränderungen auf verschiedenen Ebenen erforderlich. Einerseits geht es um medizinische Fragen, aber es geht auch um die vielfältigen Herausforderungen einer zeitgemäßen Entwicklung der ländlichen Räume. Denn
Ländliche Räume haben durchaus eine hohe Attraktivität, auch für junge Menschen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Aber dafür braucht es eine öffentliche Infrastruktur, die auch dem Verhalten und den Entwicklungen junger Menschen auch Rechnung trägt. Dazu braucht es Digitalisierung, es braucht Arbeitsplätze im ländlichen Raum, es braucht Mobilität mit dem Rad und mit dem öffentlichen Nahverkehr, es braucht wohnortnahe Versorgungsstrukturen wie bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung und einiges mehr brauchen wir dafür flächendeckend. Und andererseits, neben dieser Stärkung des ländlichen Raums, muss man sich auch der Tatsache stellen, dass die Zeit der klassischen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte schlichtweg vorbei ist. Junge Medizinerinnen und Mediziner wollen in multiprofessionellen Teams arbeiten, unter anderem auch, weil der wissenschaftliche Fortschritt und die Herausforderungen der täglichen Behandlung das von ihnen verlangen. Sie brauchen andere Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarung von Beruf und Familie. Sie wollen sich auch im Sinne eines lebenslangen Lernens weiterentwickeln, neben der Praxis auch in der Forschung zum Beispiel noch arbeiten. Sie scheuen die hohen Risiken und bürokratischen Hürden, auch die finanziellen Risiken, die ja durchaus nicht für alle möglich sind, zu schultern. Kurzum, die Zeit der Einzelpraxis läuft langsam ab, und zwar gerade insbesondere im ländlichen Raum. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob das jetzt schlimm ist, man muss manchmal auch Dinge mal abwerfen. Es böte gerade für den ländlichen Raum enorme Chancen, wenn die Landesregierung bereit wäre, die Strukturen für eine solche Entwicklung tatsächlich ernsthaft anzugehen. Und ein Schlüsselwort dazu lautet Sektorenfreiheit. Meine Fraktion hat genau gerade zu diesen Fragen bereits 2020 ein umfassendes Papier vorgelegt, unseren Gesundheitsplan für Hessen. Anders als der Krankenhausplan desselben Jahres stellen wir uns darin den strukturellen Herausforderungen in unserem Gesundheitssystem. Wir müssen aufhören, diese stationäre und ambulante Versorgung im besten Falle nebeneinander, aber oft auch gegeneinander zu denken. Diese Zeiten sind wirklich vorbei. Wir brauchen eine regionale Gesundheitsplanung von unten, die ambulante und stationäre Versorgung zusammenbringt und Wohnortnähe garantiert. Im Ergebnis brauchen wir ein Mehrebenensystem der medizinischen Versorgung. Dabei müssen nicht zuallererst die maximal versorgenden Kliniken in den Großstädten im Fokus stehen, sondern die wohnortnahen Versorgungsangebote, gerade im ländlichen Raum. Wir brauchen flächendeckend ambulante Gesundheitszentren und nicht, wie von Schwarz-Grün vorgesehen, höchstens mal eins pro Kreis. Hier könnten wir die Bedürfnisse junger Ärztinnen und Ärzte sicherstellen und weitere Angebote bündeln. Neben den Allgemeinmedizinerinnen sollten dort auch Psychotherapeuten und Psychologinnen, Heilmittelerbringende und kleine Labore arbeiten. Räume für gelegentliche fachärztliche Sprechstunden werden vorzuhalten, die vertraglich gebunden werden. Nicht jede Fachärztin muss rund um die Uhr und ausschließlich im ländlichen Raum tätig sein. Ambulante Gesundheitszentren könnten zudem Anlaufpunkte für sämtliche Fragen rund um Pflege und Rehabilitation sein. Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Pflege und Rehabilitation nach dem Krankenhausaufenthalt könnten wohnortnah in ambulanten Gesundheitszentren oder in kleinen Kliniken, die als intersektorale Gesundheitszentren dienen, abgesichert werden. So kann Ambulantisierung wirklich gelingen. Weitere soziale Beratungsangebote können angedockt werden. Aber ganz wichtig für uns, solche ambulanten Gesundheitszentren gehören in öffentliche oder genossenschaftliche Trägerschaft. Der Ausverkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge an die Profitlogiken großer Gesundheitskonzerne muss wirklich ein Ende haben. So ein ambulantes und kommunales Gesundheitszentrum wäre auch ein attraktiver Arbeitgeber, und es wäre ein sozialer Verbindungsknoten im ländlichen Raum.
Wir bräuchten da keine Krücken wie die Landtagsquote, wo junge Menschen mit der sechsstelligen Strafandrohung zur freundlichen Mitwirkung genötigt werden. Doch leider fehlt Ihnen der Mut für einen solchen Schritt. Sie sind ja nicht mal in der Lage und bereit dazu, den von vielen Playern im Gesundheitssystem geforderten Krankenhausgipfel zu veranstalten, der gerade die Sektorenfreiheit sowie die Planung der Standorte und deren Angebote zum Thema haben müsste. Warum kriegt Hessen das nicht hin, was Thüringen bereits vor einigen Jahren schon erfolgreich absolviert hat? Ist das Mutlosigkeit, mangelnde Erschlussfreude oder die Weigerung, sich tatsächlich der Aufgabe einer Krankenhausplanung zu stellen? Ich schätze, dass alles zusammenkommt und kann nur sagen, Herr Klose, machen Sie endlich Ihren Job. Sorgen Sie für eine gute, flächendeckende Gesundheitsversorgung in Hessen. Planen Sie mit den Beteiligten gemeinsam. Nutzen Sie diesen Krankenhausstrukturfonds nicht weiter zum Schließen kleiner Kliniken im ländlichen Raum, sondern tatsächlich für eine vorwärtsweisende Entwicklung. Und Ihre Einfallslosigkeit zeigt sich eben auch im Beharren auf diese wirkungslose Landarztquote. Es ist auch, Sie bitte zum Schluss, Frau Böhm. Ja, es gibt auch in anderen Bereichen ein sicher beschämendes Gerangel um die Mini-Projekte wie den Medibus, der jedes Mal wieder um seine Finanzierung bangen muss, oder auch andere Sachen, die Lückenbüßer spielen müssen. Ihr Gesetzentwurf ist eine Scheinlösung, und es ist bedauerlich, dass Sie es damit wieder einmal bewenden lassen. Ich bedanke mich. Danke sehr, Frau Böhm.